Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV zum 21. und bisher vermutlich wichtigsten GPL Teambuilding Video für den morgigen Spieltag gegen Sui Shumaru mit seinem Team Crimson Sunrise. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir sind momentan auf dem ersten Platz, warum auch immer. Und wenn ich gegen Sui gewinne, bin ich safe Erster. Ich habe sogar noch eine Chance, Erster zu sein, wenn ich gegen Sui verliere und dann gegen Gläber gewinne. Aber machen wir uns nichts vor, das sind jetzt zum Schluss nochmal zwei richtige Brocken. Und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und ja, ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, ich fände es ziemlich cool, die GPL zu gewinnen, weil ich nicht dran geglaubt habe. Aber es sieht halt momentan ganz gut aus und ich kann das morgen einfach dicht machen. Das ist total surreal. Also ja, verzeiht mir, wenn ich gerade so ein bisschen hin und her stotter, aber morgen wird ein krasser Kampf. Und das liegt auch daran, dass wir ein interessantes Matchup haben mit diesen beiden Kadern, die sich hier gegenüberstehen, zu denen ich sofort natürlich noch ein bisschen genau was sagen möchte. Und es liegt auch daran, dass Sui ein sehr kreativer Spieler ist, einer der kreativeren dieser Liga, wie ich finde. Also man sieht auch mal ein paar Sachen, die man nicht unbedingt so erwartet. Und ja, auch ich bin heute wieder ein bisschen, ja, bekloppter an die Sache rangegangen. Also ich habe ein Team gebaut mit ein paar Standard-Sets, sag ich mal, aber auch mit ein paar Sachen, bei denen vielleicht sogar der ein oder andere mit dem Kopf schütteln wird. Und ja, ich habe mich sehr intensiv darauf vorbereitet, weil wenn ich das schaffen würde, das wäre krass. Ja, okay, aber jetzt machen wir erstmal so eine kleine Problemanalyse, würde ich mal sagen. Und schauen uns dafür mal die Kader genauer an. Also Sui kann mitnehmen ein Ramot, das mittlerweile nicht mehr den Z-Kristall hat. Kabutoro, dann das Anigo, das er neu reingeholt hat, das jetzt den Z-Kristall hat. Ich glaube, da war vorher Brutalander, genau. Dann hat er noch sein Mega-Turtok, sein unglaublich mächtiges Porygon 2. Das Ravigator, das ich gerne gehabt hätte, dazu sage ich vielleicht gleich noch ein bisschen was, da war vorher Magnezone. Und dann hat er im Reliust jetzt Mantax, wo vorher, wenn ich mich gerade nicht irre, Capoeira war, dann noch ein Psyana, Tauros im NU, Brokkolos im NU und eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon, Pumpkin. Da war vorher, hier, der Müllbeutel, genau, so. Also er hat einen ziemlich coolen Kader. Den würde ich, bis auf einige Ausnahmen, auch selber so spielen. Also da sind coole Synergien drin und auch richtig geile Pokémon. Also ich liebe Ravigator, Anigo und Pumpkin zum Beispiel. Also jetzt gerade für die Rückrunde, da hat er sein Team für mich, für meinen persönlichen Geschmack, deutlich verschönert, ja. Und, es hat eine saustarke Defensive. Ich glaube, damit fangen wir einfach mal an. Also, wenn man sich auf Sui vorbereitet, ist das Erste, was man beachten muss, Porygon 2. Denn es tankt einfach so ungefähr alles. Es ist so ein bisschen wie Bisaflor. Man kann sich, so hat Full Life Games das letztens gesagt, im Teambuilding quasi aussuchen, was man mit Bisaflor wallt. Und das geht mit Porygon genauso gut, weil es vor allen Dingen dank dem Evolit so gut in eine Richtung skaliert. Man kann das halt so machen, wie man möchte. Ja. Dazu hat es natürlich auch Reliable Recovery, wie man so schön sagt. Anders als zum Beispiel andere defensivere Pokémon, wie zum Beispiel Turtok oder Brokkolos, hat Porygon halt hier eine Genesung, mit der er sich immer wieder vollheilen kann. Dazu hat es drei richtig gute Fähigkeiten, die sogar noch viel Schaden machen können, wenn man es richtig einsetzt. Also Porygon ist so ein Pokémon, was dem Gegner viel Wind aus den Segeln nimmt und dabei sehr, sehr viel chippt. Und das ist eben auch eins der Erfolgsgeheimnisse von Sui. Er macht das ja bislang ziemlich gut. Und ja, nicht nur Porygon steht hier wie eine 1, nein, da gibt es auch noch sowas wie Pumpkin, das ist das zweite sehr, sehr gute defensive Pokémon, das sich auch noch top mit Porygon ergänzt, denn ja, beide müssen natürlich für Knockoff Angst haben, aber die Kampfattacken, die zum Beispiel Porygon gut treffen, die nimmt Pumpkin natürlich, als wäre es nichts, und ansonsten teilen die sich halt auch, wie gesagt, keine Schwäche oder sowas, und Pumpkin kann hier noch mit Irrlicht und Egelsamen weiter alles dicht machen, es ist unglaublich schwer, daran vorbeizukommen, und dann haben wir sogar noch Mantax. Ja, ebenfalls ein Pokémon mit Reliable Recovery. Und diese drei sind schwer zu überwinden. Und die zwingen mich, Toxin zu spielen. Das ist einfach unglaublich wichtig. Und das ist okay. Er hat jetzt zwei Switch-ins in so ein Toxin, zum Beispiel Anego oder Psyana. Aber die beiden kann ich tatsächlich mit meinem Team ganz gut handeln. Deswegen, ich bin eigentlich gezwungen, hier auch ein bisschen defensiver zu bauen, weil meine Offensive zerschellt einfach an seiner Defensive. Ich habe gar keine Chance, da durchzukommen. So Pokémon wie Zygarde oder Scarf, die Raichu, das ich nicht spiele, aber einfach mal so als Gedankenspiel, oder Galoppa, die kommen da nie dran vorbei. Sogar unser allmächtiges Imperator kann sich da schwer tun, weil ich kann niemals für Porygon, Mantax und Pumpkin Coverage in so ein Set-Upper reinsetzen. Das
wird automatisch einfach schwierig, sag ich mal. Also für Porygon möchte ich die Kraftkoloss haben, für Pumpkin Knirscher oder Ice Punch, das ist dann sogar noch 50-50. Und für Mantax gerne den Steinhagel. Und ja, dann habe ich keine Kaskade und keine Wasserdüse, wenn ich alles nehme. Ihr seht das Problem. So, also die Defensive ist schwer zu überwinden. Ich muss hier auf jeden Fall aufpassen, dass ich die zermürben kann. Und dass ich auch in diese Pokémon was reinwechseln kann, wenn ich das Momentum mal an die verliere. Ja, was noch mega gefährlich ist, ist Ramot. Wenn das zum Setup kommt, kann es mein gesamtes Team sweepen. Also es ist wirklich richtig gut gegen mich. So meine Walls wie zum Beispiel Bisaflor können ja durch eine Psychogenese getroffen werden. Es ist ganz nett, dass jetzt nicht mehr der Z-Stein drauf ist. Der macht ein bisschen mehr, als einen +1-Psychokinese machen würde. Dafür kann er halt den Live-Orb jetzt drauf spielen. Ja, Ramot ist super gefährlich. Ich habe dafür zwar Regirock, aber Regirock ist in dem Matchup ansonsten nicht so gut. Also Regirocks Matchups haben sich hier dramatisch verschlechtert. Die waren in der Hinrunde besser. Da war es ja auch so ungefähr mein Matchmaker, also zumindest einer davon. Es war richtig gut gegen ihn. Vor allem auch um Tauros hier aufzuhalten, für das ich nur Regirock als Switch-In habe. Sonst gar nichts. Tauros ist mordsgefährlich gegen mich. Ja, dann sehen wir noch Anego, das möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Das hat jetzt halt die Z-Psycho-Attacke. Wenn er Anego mitnimmt, wird das wahrscheinlich auch machen. Anego tut sich nur super schwer mit Jirachi und auch noch einigermaßen schwer mit Slymoke. Vor allen Dingen, weil hier die Z-Psychogenese dann halt so ein Gamble ist. Also Anego ist halt ein Pokémon, was gut in Bisaflor reinkommt. Vor allem das Set, was ich gebaut habe, dazu gleich mehr. Aber ja, es ist so eine Sache, es ist ein Gamble. Je nachdem, was ich mitnehme, da kann es halt gut sein gegen mich. Aber ich werde mich darauf vorbereiten, muss ich halt. Ja, letztes OU-Pokémon im Bund ist Caputoro, das war in der Hinrunde nicht dabei. Das kann ich auch verstehen. Ich habe hier mit Bisaflor wohl die beste Antwort überhaupt drauf in der ganzen GPL. Was sehr schön ist, also wenn man von Vegetarier-Pokémon halt absieht. Er kann mich hier zwar mit Walband und einem Zen-Headbutt predikten. Die Diskussion hatten wir auch unter dem letzten Teambuilding-Video in der Hinrunde. Aber ein Walband-Pokémon lässt sich immer umspielen, solange es mich nicht one-hittet und das tut es halt nicht. Ja, ansonsten kann er gerne sein Caputoro mitnehmen. Ich freue mich über das Pflanzenfeld. Also ich denke nicht, dass er es einpackt. Vorbereiten werde ich mich natürlich trotzdem drauf. Ja, Turtok kann er mitnehmen, weil es mein Impagato so halbwegs checkt, weil es auch guten All-Out-Damage gegen mein Team macht, vor allen Dingen auch hier gegen Regirock, das letzte Mal viel zu viel Arbeit gemacht hat. Es tut sich halt nur schwer gegen Bisaflor. Porygon habe ich gerade schon gesagt und ich glaube auch nicht, dass er das zu Hause lässt. Er braucht es eigentlich, weil es ist sein einzig richtig safer Switch in Felinara. Er hat natürlich so Sachen wie Ramot und Anego, die mehr als easy in die Schallwelle reinkommen, aber beide kriegen richtig krassen Schaden von Psyshock. Genau, so heißt es. Ramot wird nach Rocks ziemlich safe daran droppen, relativ egal, also es sei denn, es maximal physisch, dann glaube ich nicht, aber Anego stirbt halt immer daran. Es ist halt dann eine 50-50, ich muss es predikten, aber gerade Anego und Ramot möchte ich hier kein Gratis-Turn geben, weil Anego, wie gesagt, tut sich halt schwer mit Jirachi, aber er kann immer noch so Shenanigans bringen mit Ladestrahl und Kraftreserve Boden oder sowas. Muss ich aufpassen. Ja, Yu-Yu-Pokémon Nummer 3, Rabigator. Das ist vor allen Dingen halt gut, um meinen Slymog zu pressuren. Und ein Bedroher ist auch niemals verkehrt. Er kann sogar hier einfach das in Jirachi reinbringen oder so. Er kann die Steinkante für Zapdos spielen. Also ich erwarte eigentlich auch, dass Rabigator mitkommt. Vor allen Dingen, weil es vermutlich von seinen drei Tarnsteinerlegern der beste ist. Also Anego ist zwar auch nicht schlecht gegen mich, es kann mitkommen. Aber ich glaube dann eher mit einer Z-Attacke als mit den Rocks. Und Bokolos sehe ich zum Beispiel, um das jetzt mal vorwegzunehmen, gegen mich überhaupt nicht. Es macht eigentlich gegen keins meiner Pokémon irgendwie großartig Work, außer gegen Galoppa vielleicht. Aber das tun andere Pokémon bei ihm auch. Ja, zu seinen Reliuse-Picks. Mantax kann ich mir hier mindestens genauso gut vorstellen wie Turtok auch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, denn es hat halt diese Reliable Recovery. Turtok wird leicht gechippt, sag ich mal. Und Mantax hat hier halt einen Safe Defog, wird vom Klebenetz nicht getroffen. Und das sollte er auf jeden Fall auch einplanen, weil Mantax ist, wie gesagt, echt das einzige Pokémon, das nicht vom Klebenetz getroffen wird. Er hat zwar seinen Magiespiegel, aber Psyana, das zweite Reliuse-Pokémon, hat eine Käferschwäche. Deswegen ist das auch immer so eine Sache. Das schmeißt man nicht so gerne in eine Maske Regen rein. Ja, und um Psyana jetzt allgemein mal zu bewerten, er hat das nicht mitgenommen gegen mich, als ich Sneebel hatte. Jetzt habe ich Slymog. Es würde mich wundern, wenn er es mitnimmt. Aber er kann es tun.
Ich habe es halt in der Hinrunde auch erwartet, obwohl ich Sneebel hatte, weil es ist halt das Pokémon, was mein Bisasflor am besten pressured. Nur, ja, Verfolgung und Slimog allgemein sind halt so eine Sache, die das ziemlich unangenehm machen. Vor allen Dingen ist es nicht mal das einzige Pokémon, auch Jirachi oder ein Felinara mit, also ein defensives, machen Psyana auch das Leben schon einigermaßen schwer. Gut, Tauros, ja, habe ich gerade schon gesagt, einen richtigen Safe-Switch habe ich nicht, außer Regirock, und dafür müsste ich es maximal physisch-defensiv spielen. Es hat letztes Mal sehr, sehr gut funktioniert. Er hatte auch einen Scarfer dabei, also kein Life-Orb-Tauros. Das war sehr angenehm, aber ja, ich denke, es wird mitkommen. Es pressured mich wirklich ziemlich gut. Brokkolos habe ich gerade schon erwähnt, Pumpkin, ja, ist ziemlich krass, vor allen Dingen auch gegen mich. Es kann eine Antwort gegen Impagator werden. Auf Impagator sollte man sich langsam vorbereiten. Das Ding rasiert die Rückrunde gerade wie nichts Zweites. Und ja, es ist auch noch ziemlich gut gegen Seigert und ja, hilft eigentlich gegen alles ein bisschen, sag ich mal. Und vor allen Dingen natürlich auch gegen Kikli, denn Kikli ist ein Pokémon, dass man natürlich sofort denkt, wenn ich gegen Sui spiele, weil ich hatte das letzte Mal dabei, um Porygon halt wegzunuken. Und da ist Pumpkin halt eine super gute Antwort drauf. Und ja, er kann hier quasi 10 Pokémon mitnehmen. Brokkolos sehe ich nicht. Kann er machen, aber das stört mich dann eigentlich nicht. Ich habe auch bei Brokkolos geguckt, da gibt es eigentlich auch kein Überraschungsset, was mich irgendwie umhaut. Und um jetzt mal meine Pokémon zu bewerten, also ihr seht schon, das wird heute ein bisschen ausführlicher. Ich kann alle mitnehmen. Kann ich euch, also sag ich ganz ehrlich, ich kann alle 11 Pokémon mitnehmen. Das ist gar kein Thema. Jedes hier hat seine Daseinsberechtigung. Keins ist überkrass gegen ihn. Das ist leider auch der zweite Punkt. Also nichts hier ist ein Selbstläufer. Und alles hat hier so seine Counter. Ich glaube, so kann ich es vielleicht abschließen. So muss ich jetzt nicht zu jedem meiner Pokémon einzeln was sagen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das Team, was ich gebaut habe. Ja. Und ja, auf die Pokémon, die ich nicht dabei habe, kann ich dann ja, wenn ich dran denke, am Ende noch eingehen. Ja, ansonsten, es war eine harte Woche, was Teambuilding angeht, eben weil ich, wie gesagt, viele Pokémon sehe und auch viele mitnehmen könnte. Weil ich kann halt nur 6 einpacken und dann lächeln mich halt automatisch noch 5 andere an, die auch gerne mitgekommen wären. Und ja, dieses Team fühlt sich halt alleine dadurch schon nicht komplett rund an. Aber ich sage euch einfach mal jetzt, was als erstes dabei ist. Und an der Spitze sehen wir ein Pokémon, was man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, und zwar Seigert. Jo. Seigert hat hier den Nachteil, dass es von Toro, von Porygon und von Pumpkin eigentlich ziemlich hart gewallt wird. Ich kann zwar gegen Toro die Schlammwoge einpacken, aber es macht immer noch nicht genug Schaden. Ja, die 1000 Pfeile machen halt vor allen Dingen gegen Porygon und Pumpkin einfach überhaupt nichts. Die zwingen mich dann raus, weil Porygon hat einen Eisstrahl, Pumpkin hat ein Irrlicht. Ich muss dagegen raus und verliere dann halt das Momentum. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich Seigert öfter mal nicht dabei hatte. Also sobald ein Pflanzentank dabei war, habe ich meistens schon gesagt, kein Bock. Ja, warum nehme ich es denn heute trotzdem mit? Ja, mit diesem Set hier übrigens, mit dem Wahlband. Und der Grund ist nämlich simpel, denn es ist unterm Strich einfach immer noch mein bester Revenger. Also ich kann seine Offensive, also Psyana und Tauros und Anego und Dramot, damit halt ziemlich gut treffen. Und es ist auch das schnellste Pokémon. Ich brauche halt keinen Warschal und überhole damit halt alles im Gegnerteam, solange er nicht irgendwie komische Speed-Contour mit dem Rückenwind oder sowas spielt. Das kann er machen, auf dem Wandax zum Beispiel, aber ich sollte hier mit Seigert eigentlich ziemlich safe in Tauros oder sowas reinkommen, nachdem ich halt etwas verloren habe an seiner Offensive, und das wird passieren, denn die Offensive ist wirklich ziemlich gut, und ja, mit 1000 Pfeile kann ich hier ziemlich guten Schaden machen. Steinhagel trifft hier vor allen Dingen Ramot, dass ich dringend one-shotten muss, und das kann ich auch mit einer ziemlich hohen Chance, sogar wenn er einen Anti-Steinmehl hat, also da müsste er schon physisch defensiv spielen. Das Turbo-Tempo war auch noch sehr, sehr wichtig. Ich wollte hier Prius mitnehmen, weil ich halt Ramot unbedingt treffen muss, weil wenn das geboostet ist und ein bisschen KP hat und ich krieg's einfach nicht getouched, das ist einfach, es sweept mich. Es ist so gut gegen mich. Und ich hatte so viel Angst vor diesem Feuerkäfer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, als letztes habe ich dann das Toxin draufgepackt. Das Phänomen hat Sui jetzt ja schon länger beobachtet, dass die Leute ständig anfangen, hier das Toxin auf den offensiven Pokémon zu spielen. Ich mache das schon ein bisschen länger, und es ist auch klar, warum. Ich kann hier einfach Pumpkin und Porygon ziemlich gut predikten, weil er wird die reinwechseln, und ich will die beiden toxinisiert haben, dann kann ich in einen Pokémon gehen, dem die beiden zum Beispiel nicht so viel tun können, und gewinne das 1v1 einfach. Also ich brauche das Toxin. Ja, ansonsten ist das hier ein ziemliches Standard-Seigert mit dem Wahlband, wie gesagt, und Speed-Creep auf die 110er Pokémon, Tauros und Psyana, maximal im Angriffsinvestment, und der Rest geht dann einfach in den Bulk rein, ja.
Also mit anderen Worten, ich möchte hiermit revengen und zwinge damit halt seine Walls rein, die ich eventuell predikten kann. Aber das ist eigentlich gar nicht so die Hauptsache, denn ich habe mir für beide Walls, also vor allen Dingen für Porygon und für Pumpkin, richtig was einfallen lassen. Und deswegen glaube ich, dass ich die auch relativ schnell angechippt bekomme, sodass Seigert hier am Ende wirklich die Überraschungs-Late-Game-Clean-Möglichkeit, wow, was ein Wort, der auf jeden Fall der Late-Game-Cleaner sein kann. Ja, und das erste Pokémon, das diese Aufgabe übernimmt, ist Slimog, denn es ist richtig stark gegen Porygon 2 tatsächlich. Das war auch das erste Set, was ich gebaut habe, also es war sogar vor Seigert da. Also ich habe erst gesehen, dass ich Porygon mit diesem Slime auch so gut kontrollieren kann, dass es sich tatsächlich lohnt, Seigert mitzunehmen und dann halt erst im Late Game damit was zu machen. Ja, und mit diesem Set hier werde ich das Ganze versuchen. Also ich habe hier diesmal den Black Sludge drauf und spiele hier sehr, sehr, sehr speziell defensiv. Ich habe hier so viel Investment reingepackt, dass viele Pokémon den Delegator auf diesem Set, den ich gleich nochmal genauer erkläre, nicht so gut brechen können. Und das Wichtigste waren eigentlich hier 124 Initiative, denn ich möchte schneller sein als Porygon und auch als Pumpkin. Dann lohnt sich der Delegator nämlich gleich doppelt und dreifach. Auf jeden Fall musste ich dafür 124 Initiative reinpacken, damit bin ich noch schneller als ein Porygon mit bis zu 36 Initiative-Vs, von denen ich eigentlich nicht glaube, dass es sich spielt, aber für den Fall der Fälle bin ich auch lieber auf Nummer sicher. Vor allen Dingen reichten halt diese 180 KP und 204 Spezialverteidigung, um wirklich gute Delegatoren gegen Sui zu erschaffen. Ja, was möchte ich mit diesem Slimog machen? Also sobald ich irgendwie mit Seigert mal 1000 Pfeile drücke und er in sein Porygon reingeht oder sowas, gehe ich sofort in Slimog rein und Porygon kann mir eigentlich nicht viel tun, denn die Attacken machen eigentlich gar nichts, also er kann nicht mal meinen Delegator wirklich brechen, es sei denn, er hat Analyse oder sowas oder spielt komplett offensiv, was ich eigentlich nicht erwarte, und ja, er wird einfach raus müssen, weil er will natürlich keinen Abschlag haben und in den Abschlag wechselt er natürlich am liebsten sein Ravigator oder sein Turtok rein. Und ich werde einfach gar nicht auf den Abschlag gehen, auch wenn ich ihn im Set habe. Ich werde aufs Toxin gehen, weil ich finde, ein toxinisiertes Porygon ist fast noch geiler als ein Porygon ohne Evolit. Also falls er dann doch drin bleibt, warum er es tun sollte, ist es einfach getoxt. Und wenn ein Ravigator oder Turtok reinkommen, umso besser, weil dann kann ich einfach in ein anderes Pokémon gehen und das 1v1 dann gewinnen, falls zumindest Ravigator mich rauspressert. Und Turtok will ich eigentlich auch nicht unbedingt 1v1 mit Slimog, weil ich will es mir so fit wie möglich halten. Und falls er zum Beispiel dann später mal auf die Idee kommt, hier irgendwie ein Irrlicht machen zu wollen mit Pumpkin, bin ich vermutlich schneller und kann einfach dagegen einen Delegator raussetzen. Und sollte Porygon zum Beispiel schon toxinisiert sein, dann drücke ich einfach dagegen Delegator. Dann kommt Ravigator rein und ich kann dann Toxin drücken oder den Abschlag, um Ravigators Item wegzuhauen, auch wenn es nicht viel Schaden macht. Also ihr seht schon, ich komme hier einfach immer in Porygon rein. Das Einzige, was das tun kann, ist Donnerwelle also als Prediction. Oder mich hexen mit Triplette oder Eisstrahl, mich einfrieren oder sowas. Ansonsten geht da eigentlich echt nicht viel. Ja, als letzten Move habe ich mich für einen Clairsmog entschieden, weil ich möchte hier kein Setup-Fodder für Ramot sein. Er kann halt physisch defensiv spielen. Ich kann es zwar toxinisieren, klar, und er braucht auch ein paar Boosts, um mich zu killen. Also er geht da nicht ganz unbeschadet raus, aber ich möchte lieber den Delegator aufstellen und mich dahinter dann Clairsmoggen. Und wer weiß, vielleicht ist da nochmal ein anderes Pokémon dabei, was irgendwie setupt. Gedankengut, Psyana oder sowas, und er will das dann weiterreichen mit einer Boleobeere und einer Staffette oder sowas, dann mache ich lieber vielleicht mit Clairsmog das Ganze weg. Ihr wisst, gegen irgendwas werde ich das schon brauchen können, sag ich mal. Den Gifttyp wollte ich nicht unbedingt haben, vor allem, weil ich lieber mit dem Toxin den Schaden machen möchte, und ja, deswegen halt, wie gesagt, auch keine Offensivweste. Ich brauche die auch gar nicht so dringend, und Slimog ist halt nicht nur die Allzweckwaffe gegen Porygon, sondern auch noch sehr, sehr wertvoll gegen Ramot halt als Check. Und gegen Anego, verkackt auch nicht allzu hart gegen Caputoro und Turtok und so weiter. Also die einzigen Pokémon, die es pressuren, sind im Prinzip Tauros, Ravigator und Brokkolos. Ja. Und für Ravigator zumindest habe ich gute Antworten. Und die wäre zum Beispiel Pokémon Nummer 3, Bisaflor. Habe ich eben quasi angeteasert, dass es mitkommt, sollte auch niemanden überraschen. Es muss eigentlich gegen Sui mit, eben weil er Caputoro hat. Und auch wenn ich natürlich gamblen könnte, dass er es nicht mitnimmt, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Vor allen Dingen, weil es auch außerhalb davon noch ziemlich gut Work machen kann. Ja, im ersten, also im Hinrundenkampf ging das ja auch ziemlich klar, würde ich mal sagen. Und apropos Hinrundenkampf, hier ist das Set. Es ist genau das gleiche wie in unserem ersten Kampf. Die Gründe sind auch dieselben, erkläre ich sofort nochmal. Ja, ich möchte mit diesem Bisaflor halt in viele Angriffe reinkommen können, möchte nicht zu hart weggenugt werden können, und fange jetzt einfach hier mal mit den EVs an. Wir haben hier einfach 20 Initiative mal draufgepackt, um so ein bisschen Speed Creep entgegenzuwirken oder sowas. Kann mal was machen, vor allen Dingen hier vielleicht gegen Turtok.
Dann natürlich die Max-KP und 76 Spezialverteidigung. Das ist nämlich eigentlich ein physisch defensives Pisa-Floor, aber ich habe hier so viel reingetan, dass ich einen scheuen Wahlglas-Orkan von Ramoth lebe. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, dass er spielt. Kann aber sein. Nebenbei decke ich damit die scheue Z-Psychokinese von Ernego ab. In beiden Fällen muss ich full life sein, aber falls ich mit diesem Pisa-Floor leade, was ich mir auch hier durchaus wieder vorstellen könnte, das funktioniert ja eigentlich meistens ganz gut, und er sollte mit einem von den beiden leaden, dann kann ich hier direkt so einen Nuke scouten, sag ich mal, wenn ich mich nicht traue, was anderes reinzubringen. Ja, war nicht mega wichtig, aber ich habe mir gesagt, die 76 Spezialverteidigung kann ich einfach mal investieren. Ja, der Rest geht hier einfach in die physische Verteidigung. Und Suis Kader ist eigentlich deutlich stärker, speziell, sage ich mal, vor allen Dingen mich. Aber ich brauchte in dem Gesamtteam, das seht ihr dann wahrscheinlich am Ende, brauchte ich einfach ein physisch defensives Pisa-Floor, weil Rabigator tatsächlich ziemlich gut war dagegen. Ja, und wenn er jetzt Valband-Rabigator spielt, dann ist es eine Roll, ob es ein Two-Hit ist. Also ich erwarte eigentlich keinen Valband-Rabigator, wenn dann eher so eine Tafel oder so ein vielleicht auch Leftover-Set mit Taunt und Rocks und sowas. Also ich sollte das hier eigentlich tanken können. Und dann kommen wir einfach nochmal zu den Moves. Ja, Gigasauger erklärt sich, glaube ich, von selbst. Den brauche ich natürlich, wenn ich ein 1v1 gegen Rabigator bestreiten möchte. Lohnt sich auch noch sehr gegen Turtok und so weiter und so fort. Und ja, dann brauchte ich natürlich auch noch die Synthese. Ich habe mich hier wieder für den Brüller entschieden, weil ich Ramoth rausroaren wollte, falls das hier mal versucht, sich gegen mich zu setupen. Und ich muss natürlich auch hier das dritte Mal Toxin einpacken, denn ja, sonst wollt Porygon mich halt. Ich muss Toxin spielen. Ja, und ich kann auch Toxin hier super gegen Turtok drücken, falls er wieder Spiegelcape hat. Ich kann es sogar gegen Rabigator drücken, gegen Mantax. Auch Mantax kann das Spiegelcape haben. Gegen Punchin vor allen Dingen, weil das ja auch in Pflanzenattacken reinkommt. Also es ist, steht gleich zur Debatte, kein Toxin mitzunehmen. Worüber ich halt nachgedacht habe, war, den Brüller wegzulassen und die Dampfwalze zu spielen, weil mit diesem Set kann ich jetzt Anego überhaupt nicht touchen, aber ich würde in Anego wahrscheinlich sowieso nicht drin bleiben wegen der Psychokinese, vor allem wenn es Z sein kann. Von daher habe ich mir gedacht, brauche ich es nicht unbedingt. Dampfwalze hätte mir noch halbwegs gegen Ramoth geholfen, weil er kann sich dann zwar mit Falterring setupen, aber bleibt immer auf demselben Initiative-Level, aber Brüller war ein bisschen cooler. Ja, es ist nicht komplett rund, das Pisa-Floor, aber es kann alles so ein bisschen tanken und verkackt allerdings diesmal ein bisschen härter gegen Porygon 2. Ich habe es ja letztes Mal speziell defensiv gespielt mit Minus-Initiative, das eventuell die Analyse nicht triggert, aber ich denke mal, das wird nicht normal funktionieren, vor allem, weil er das jetzt ja gesehen hat im Teambuilding. Das heißt, falls er die Analyse spielt, wird er auch Min-Speed nehmen, denke ich, um Pisa-Floor damit halt zu erwischen. Ja, und ich sollte hier relativ gut aufgestellt sein. Es gibt eigentlich nur zwei Pokémon, die mich ohne Vorbereitung pressuren, das sind Tauros und Psyana. Und Tauros kann ich hier sogar mit dem 1v1 besiegen, wenn ich den Gigasauger drücke und eine gute Roll bekomme und er an zwei Gigasaugern stirbt oder sogar vielleicht naiv ist, wenn er mixed ist, dann gewinne ich, allerdings mit viel Chip-Damage. Ja, gegen Psyana wird das Ganze deutlich schwieriger, aber dafür habe ich auch Slimehawk hier zum Beispiel als Switch-In. Und ja, Psyana, wenn es einen Lorb hat, sag ich mal, dann kann es mit Zauberschein mein Delegator brechen. Also wenn es nicht Lorb ist, wird Psyana mir überhaupt gar nichts können. Und da kann ich dann einfach gegen Delegatoren oder einfach einen Abschlag auf den Switch schauen, je nachdem wie lustig ich bin. Ja, gegen Tauros wird das ein bisschen schwieriger, auch mit dem restlichen Team tatsächlich. Das nächste Pokémon hilft mir so ein bisschen dabei. Und zwar habe ich hier wieder Jirachi eingepackt. Und das kann ich natürlich in so ein Zen Headbutt von Tauros reinschmeißen, auch in Psychoattacken von Psyana. Alleine deswegen wollte ich das hier gerne dabei haben. Die Hauptaufgabe ist hier die Rocks legen mit diesem Set hier. Ja, der Nachteil ist halt, dass ich, weil ich hier vor allen Dingen auch speziell investiert bin, sehr speziell, ich erkläre sofort nochmal genau warum, dass ich von Tauros, sollte es ein Life-Orb haben, natürlich sau auf die Marmel bekomme, aber weil es wieder Scarf ist, kriege ich einfach das Momentum, ja. Also, dieses Georgi soll die Rocks auslegen, die sind super wichtig gegen Ramoth und chippen das Team halt allgemein noch ganz gut an, das ist immer ganz schön. Sollte Psyana irgendwie dabei sein, gehe ich auf die Catwende, falls er hier die Rocks prediktet und macht damit dann halt vielleicht guten Schaden. Catwende ist hier auch der einzige Angriffsmove, also wieder nichts Geflinche oder sonst was dabei, weil Jirachi soll hier nicht großartig angreifen. Und soll auch nicht lange auf dem Feld sein. Das soll eigentlich die Rocks legen oder die Catwind. Was anderes will ich eigentlich gar nicht machen. Weil ich bin hier quasi damit ein... Ja, also er kommt mit Ramoth rein und gewinnt, wenn er ein Setup bekommt. Also ich darf hier gar nicht so lange mit Jirachi was machen. Ja, vor allen Dingen, weil er viele gute Switch-ins in Jirachi hat. Das ist offensiv echt nicht gut. Ja, defensiv ist das ein bisschen besser, weil Anego kann diesem Ding einfach gar nichts. Vor allen Dingen dank der Überreste und dank diesem sehr, sehr speziellen Investment.
Also selbst eine Kraftreserve Boden macht dir nicht viel. Er kann hier, wenn ich schon ein bisschen angechippt bin, mit Ladestrahl vielleicht ein bisschen was machen. Ja, wenn er den Live-Op hat, sage ich mal. Aber eigentlich sollte ich hier immer in Anego reinkommen können. Und das ist halt auch mein Go-To-Switchen. Ich könnte natürlich auch Slimog nehmen, aber so ein Barglas-Anego, Live-Op-Anego macht mit Juwelenkraft nicht so wenig Schaden. Also zumindest ein bisschen zu viel. Ich will Slimog ja sehr, sehr fit halten für Psyana und für vor allen Dingen Porygon. Und Pumpkin zum Beispiel auch. Und Ramot und so weiter. Und deswegen ist hier Jirachi einzig und allein für Anego da und ja, legt einfach die Rocks. Es ist nicht mega wichtig, aber sollte ganz gut funktionieren. Ich habe dann noch Toxin aufgepackt, wen wundert's? Toxin Nummer 4. Gegen Sui brauchst du es einfach, sonst verlierst du. Und ja, ich möchte gerne gewinnen. Und dann habe ich noch das Heilopfer drauf, weil ich sonst eigentlich nichts anderes brauchte. Ich habe auch über Wish nachgedacht, aber ich habe mir gedacht, wenn ich etwas hochziehen möchte, dann am besten volle Pulle und kann die Bisaflor oder Slime auch wieder fit machen, wenn die vielleicht ein bisschen gechippt wurden. Und ja, eventuell mache ich die damit dann am Ende mal wieder komplett frisch und kann damit dann am Ende gewinnen. Who knows, weil gerade mit Bisaflor und Slimog werde ich hier im Early Game sehr, sehr, sehr viel machen und hoffe auch, dass ich hier dann vielleicht an Lego oder sowas reinlure mit Bisaflor und dass ich darüber dann auf, an die Rocks komme, sag ich mal, und dann ganz schnell die Kehrtwende mache. Ansonsten werde ich hier Jirachi immer nur so als Klumpen reinwerfen, Kehrtwende machen und hoffen, dass ich irgendwie das Momentum bekomme. Ist kein super wichtiges Pokémon, aber ja, rundet halt alles ganz gut ab und bringt die Rocks, denn ja, Spoiler, ich habe keinen Regirock dabei, ich werde später nochmal erklären, warum nicht. Und komme jetzt einfach mal zu einem Pokémon, das ziemlich geil ist eigentlich, aber schnallt euch an, also lehnt euch jetzt zurück, atmet vielleicht mal ganz kurz durch, bevor ich euch jetzt mal das Ippagatos-Set von heute zeige. Es wird viel Kopfschütteln hervorrufen, aber beruhigt euch, Leute, okay? Ich werde euch sofort dieses Set hier aber genauer erklären. Leute, beruhigt euch, alles cool, beruhigt euch. Und es wird alles Sinn machen. Also zumindest in der Theorie ist das ganz gut. Ich spiele ein mäßiges, spezielles Ippagator. Ja, so. Ich gebe euch kurz Zeit, das mal zu schlucken. So, und jetzt erkläre ich euch warum. Also, Ippagator ist hier eigentlich physisch gar nicht mal so scheiße. Vor allem die Wasserdüsen sind gegen Ramot und Anego richtig gut. Aber ich habe eben schon in der Team-Preview gesagt, ich kicke eigentlich keinen Setupper so hin, dass er durch das komplette Team durchgehen kann. Und es ist einfach ein Gamble dann, ja. Dann habe ich natürlich überlegt, okay, ich kann natürlich auch 4 Attacks spielen, dann kriege ich es vielleicht hin. Also ein Wasserstep, Steinhagel für Mantax, Kraftkoloss für Porygon 2 und irgendeine Coverage-Attacke. Vielleicht sogar selber den Eisstrahl gegen Punchin, ja. Aber da habe ich gemerkt, Porygon 2 ist so ekelhaft, ich kann es einfach mit dem Kraftkoloss nicht two-hitten. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir das ein bisschen anders. Und ich werde dieses Ippagator aufs Feld setzen und dann wird Folgendes passieren. Er wird eine Antwort dagegen reinwechseln, denn er muss sich darauf vorbereiten. Und diese Antworten sind halt ja, Porygon, Mantax, Turtok oder das Pumpkin. Und je nachdem, was es ist, kann ich das hier mit speziellen Angriffen tatsächlich überrumpeln. Mantax kriegt von der Kraftreserve richtig krassen Schaden rein. Pumpkin droppt an dem Eisstrahl, wenn er keine Anti-Eisbeere hat. Und Porygon wird, ist kein Scheiß, durch den Fokusstoß immer getwo-hittet. Selbst wenn er maximal speziell ist. Denn Fokusstoß wird auch von roher Gewalt verstärkt, denn Fokusstoß kann, sofern er trifft, zu 10% die Spezialverteidigung senken. Jetzt kann er es nicht mehr, dafür ist es halt ein Two-Hit. Und ich stelle mir das eigentlich so vor, dass ich gehe rein, drücke gegen irgendwas Siedewasser, vielleicht gegen Rabigator, so gegen das gegnerische Krokodil und er wird wahrscheinlich wechseln dann, geht in Pumpkin, ich mache dann einen Eisstrahl und zack ist der Weg für Seigard frei. Und das ist halt das Geile an dieser speziellen Lure, an diesem Set von Ippagator. Ich lure damit die Pokémon rein, die Ippagator wollen, kann die besiegen. Und diese Pokémon sind auch die Pokémon, die Seigard wollen. Ja. Ich weiß, es ist absolut bescheuert, aber guckt mal nach rechts, das kann funktionieren. Auch so Pokémon wie Ramot oder Anego, die werden von einem Siedewasser einfach gewone-shottet, weil das wird auch von Ruhegewalt verstärkt, ebenso wie der Eisstrahl. Das macht richtig viel Schaden. Also gewallt wird dieses Set eigentlich gar nicht. Denn ja, den wenigsten Schaden mache ich wahrscheinlich gegen Turtok, weil die Kraftreserve da nicht vierfach effektiv ist. Aber gegen Turtok kann ich einfach Bisaflor reinschmeißen. Also wenn Turtok hier die Antwort auf Ippagator ist, ja, dann hat die Lure nicht geklappt, aber dann verliere ich das Momentum nicht. Und alles andere kann ja einfach überrascht werden. Und wenn ich damit nur einen einzigen Kill mache, Leute, hat sich das gelohnt, okay?
Also, bitte hasst mich nicht zu sehr für dieses Set, aber ich wollte unbedingt mal ein spezielles Imperator spielen. Vor allen Dingen kann ich hier im so wichtigen Kampf jetzt gegen Sui, gegen so einen coolen Typen wie ihn, nicht nur vollen Ernst spielen. Ich muss auch ein bisschen Meme einbauen und ja, deswegen dieses Imperator. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich bescheuert bin oder ob das cool ist. Haut's einfach mal rein. Ja, das ist wie gesagt das Meme des Tages und es hat viele Vorteile. Weil auch Schmarotzer zum Beispiel, die ihr auf Pumpkin oder Polygon spielen könnt, machen jetzt weniger Schaden. Oder das Irrlicht ist mir egal, Siedewasser sind mir egal. Also ich finde, das sieht gut aus, oder? Meint ihr? Ja gut, okay, genug zu diesem wirklich coolen Set, auf das ich mich sehr freue. Wir kommen jetzt mal zum letzten Set, das sehr langweilig ist, denn wir nehmen Galoppa mit. So, an dieser Stelle habe ich halt die ganze Zeit zwischen Galoppa und Regirock geschwankt, denn ich wollte noch eine zusätzliche Versicherung gegen Ramoth haben eigentlich. Regirock wäre schön gewesen, weil ich dann auch noch was gegen Tauros habe, aber mir wäre das Team mit Regirock, vor allen Dingen, weil ich hier ein spezielles Imperator spiele, von dem ich nicht weiß, wie gut es funktioniert, ein bisschen zu passiv und ich habe mir gedacht, ein bisschen Speed-Control ist auch nicht schlecht, sonst hätte ich vielleicht einen Scarf aus Vergaard packen müssen, denn ja, Galoppa ist immer schneller als Ramoth, selbst wenn er einen Scarf hat, bin ich schneller, wenn er auf plus 1 ist, durch den Falterreigen bin ich schneller und sobald Ramoth auf dem Feld ist, es ist mir egal, in welchem Matchup ich bin, wechsle ich in dieses verkackte Galoppa und drücke einen Flareblitz, denn ich werde Ramoth eigentlich immer two-hitten, es sei denn, es ist wirklich maximal speziell defensiv, physisch defensiv, dann nicht, aber ich mache ihm so viel Schaden, dass ich es auf jeden Fall in eine Range und Turbo-Tempo bringe und sollte einen Rocks legen, ja. Also ich will auf jeden Fall nicht, dass Ramoth hier großartig was macht. Der Vorteil an Galoppa in dieser Rolle ist, dass ich hier von Feuerattacken gar keinen Schaden bekomme, dass ich dann mit dem Flareblitz sogar noch mehr Schaden mache und dass ich natürlich auch den Käferstep resiste und ja, wenn Ramoth hier mit Coverage an den Start geht, dann wahrscheinlich noch mit der Psychokinese für Visafloor oder mit dem Giga Drain gegen, sag schon, ja, Imperator und vor allen Dingen Regirock, genau, das war's. Also er wird ja wahrscheinlich nicht unbedingt die HP Ground spielen, die nicht schlecht wäre gegen Slimehawk, aber trifft er immerhin noch neutral. Ja, und deswegen habe ich auch ein bisschen Spezialverteidigung investiert, da kommen wir sofort zu. Erstmal ansonsten zu den EVs, 244 helfen uns hier Anego zu outspeeden, hat ja 103, wir haben halt 105, so, sind ein Punkt schneller. Dann musste ich noch 4 in die KP packen, wegen den ungeraden KP, und da habe ich 52 in die Spezialverteidigung gepackt. Das gewährleistet, dass wir eine Psychokinese von einem plus 1 Ramoth, also falls es doch schon irgendwie geboostet sein sollte, nach Rocks nehmen. Und auch ein Orkan von einem Ungeboosteten. Also wir können hier ziemlich unbeschadet, sag ich mal, rein. Und wir müssen eigentlich nur einmal rein. Einmal reicht. Das kriegen wir irgendwie hin. Dann kriegen wir Chip auf das Ding drauf und fertig aus. Ja, und der Rest geht dann einfach hier in den Angriff. Flammenblitz wird hier gespammt. Funktioniert natürlich nicht so gut gegen die Wasser-Pokémon, die wir mit dem Stromstoß treffen können. Vor allem die Mantax kriegt davon richtig auf den Hals. Was noch blöd ist, ist, wenn Polygon zwei Fährte hätte, kann er spielen. Das hat mich auch gewundert, dass er das in der Hinrunde gemacht hat. Jetzt ist es ein bisschen besser, eben gegen Galoppa oder um die rohe Gewalt von Imperator zu kopieren, aber da kann er auch gleich Analyse spielen, weil die ist genauso stark wie rohe Gewalt. Also, ja, wahrscheinlich sollte er nicht unbedingt Feuerfänger kopieren, aber da muss ich trotzdem noch aufpacken. Aufpacken, genau, aufpassen. Ansonsten kann ich natürlich auch Porygon hier mit dem fünften Toxin im Team verdicken und ja, der Schlagbohrer ist für Lego da, dass wir, wie gesagt, auch dank dem Speed Creep outspeeden und damit auch immer besiegen werden. Das ist das Team, Leute. Ja, ich denke mal, ich bin hier ganz gut aufgestellt. Habe ich eigentlich gerade was zu den EVs von Imperator gesagt? Ja gut, viel gab es eigentlich nicht zuzusagen. Also das hat maximal Spezialangriff und einfach so viel Speed, dass ich immer schneller bin als Porygon, selbst wenn er Max Speed ist. Ich wusste nämlich nicht. Ich habe einfach viel draufgepackt und hoffe, dass ich hier ein paar Walls damit dann überholen kann. Ja gut, so, und jetzt zurück zum Schlusswort, bei dem ich ja eigentlich schon fast war. Das ist also mein Team. Gameplan relativ klar. Ich will hier mit Slimehawk und Visafloor im Early sehr viel rumchippen. Möglichst schnell Pokémon vergiften, viel über das gegnerische Team herausfinden und dann auch sehr schnell die Rocks legen und in Imperator gehen. Das ist mir das Wichtige, sag ich mal. Und Imperator soll hier eventuell ein bisschen Überraschungskills oder Chips machen und dann möchte ich am Ende mit Zygarde und Galoppa vielleicht einsammeln. Galoppa ist aber eigentlich eher so die letzte Versicherung gegen Ramoth. Ja, das ist der Gameplan. Ja, alles vergiften und gucken, dass ich am Ende eventuell mit Zygarde gewinne. Könnte funktionieren, kann aber auch schief gehen, denn auch Sui kann sich hier wirklich gut vorbereiten. Wie gesagt, wenn ich mal sein Team predikten würde, würde ich sagen, Ramoth kommt auf jeden Fall mit. Das Ding ist absolut ekelhaft. Ich habe davor so viel Angst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe davon geträumt. Also Ramoth kommt mit.
Boryon kommt mit, gar keine Diskussion, muss. Rabiator kommt mit, Tauros kommt mit, Pumpkin kommt mit. Bei denen bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil Tauros einfach mega imbar ist gegen mich, außer halt gegen Regirock, aber dafür hat er halt Switch-ins. Pumpkin zum Beispiel, das jetzt mega gut ist gegen Seigert. Und auf dem letzten Slot nimmt dann Wasser-Pokémon mit. Ich denke mal Turtok oder Mantax. Meine Tendenz würde zu Mantax gehen, denke ich mal. Denn es hat halt diese Reliable Recovery und den Defog, der vielleicht dann ein bisschen besser gegen das Klebenetz ist, weil Mantax halt schwebt, sag ich mal. Ich meine, ich habe eh keinen Splinblocker, von daher ist es eigentlich egal, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ich Mantax ist, glaube ich, ein bisschen beständiger als Turtok. Dafür hat Turtok ein bisschen mehr Offense. Ja, okay, Anigo und Psyana können auch mit, aber ich würde dann die anderen sechs eigentlich so eher sehen, sag ich mal. Ja, okay. Und ich glaube, dann bin ich durch. Das war so meine Team-Prediction. Ich erwarte morgen einen fiesen Kampf. Er könnte diesmal auch wieder ein bisschen länger gehen, eben weil wir halt beide gute Defenses haben. Und wir beide auch Defense spielen müssen. Also ich muss das wegen seiner machen. Und er muss das wegen meiner Offense machen. Er braucht halt Kontrolle gegen Imperator zum Beispiel. Ja, aber ich denke mal trotzdem, dass es ein cooles Game wird. Ich freue mich übelst auf Imperator. Ich werde morgen Nachmittag spielen, also für mich morgen, und ja, vielleicht ändere ich das bis dahin noch um. Also ihr wisst nicht, wie komisch das war, da ein mäßiges Wesen drauf zu machen. Ehrlich, das hat sich so falsch angefühlt, aber irgendwie ist es cool. So, ich glaube, ich habe genug gesagt. Morgen geht es um alles, 17 Uhr glaube ich, Spiel um den Thron, und hier fängt es an zu gewittern, glaube ich. Es grummelt zumindest. Na gut, okay. Bevor der Blitz einschlägt, entlasse ich euch damit. Danke, dass ihr mir zugehört habt, und vielleicht sehen wir uns ja morgen. Und ja, schönen Tag euch. Ciao.